Hallo und herzlich willkommen im vulkanischen Winter und Rimworld mit eurem Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vulkanischer Winter hat erst vor 18 Stunden angefangen und ja, das kann eine Weile dauern, bis der wieder weg ist. Pflanzenwachstum ist möglicherweise bedroht, je nach der Temperaturenlage. Und ja, der vulkanische Winter wird die Temperatur auf jeden Fall sinken lassen. Momentan geht es noch. Es ist in den Hütten sogar sehr warm, 27 Grad. Draußen 24, jetzt 23 Grad. Ich bin gespannt, wie tief die Temperatur sinkt bei diesem vulkanischen Winter. Lasst uns mal hoffen, dass das nicht allzu schlimm wird. So, diese Pumpe, hat die schon Strom? Ja genau, wir haben die Leitung gelegt, also da läuft alles. Plastall wird weiter abgebaut und ja, das ist so ungefähr die Größe, bei denen wir wahrscheinlich auch weiter Plastall finden. Also vielleicht diese beiden oder das hier vielleicht so die mittlere Größe eher. Nicht mehr so die ganz großen Felder, das ist dann zumindest das hier alles Stahl gewesen bisher. Hier auch war Stahl, das ist Stahl, das war glaube ich auch Stahl. Das hier wird vermutlich auch Stahl sein hier. Plastall eher so die mittleren, also das hier vielleicht, vielleicht das da hinten, jetzt ist es weg. Jetzt müsste ich nochmal auf den Scanner klicken, so. Und ja, ich bin gespannt. Also wir brauchen viel Plastall fürs Raumschiff, so viel ist sicher. Das, was wir hier nicht bekommen, müssen wir handeln. Das könnte sehr, sehr, sehr schwierig werden, denn dann brauchen wir auf jeden Fall wieder was zum Handeln. Holz ist als Handelsressource im Moment nicht mehr so das Ding, weil wir gar nicht mehr so viele Bäume fällen. Wir könnten natürlich hier im Innenbereich mal wieder alles abholzen, was ausgewachsen ist. Hier ja sowieso, wo das Raumschiff gebaut wird und ist da was? Das mache ich jetzt mal als erstes. Dann kann man da auch ein bisschen besser sehen. Nicht abbauen, Holz entfernen, nicht pflanzen, Holz hacken. So. Und ja, sind einige Bäume dabei, die auch ausgewachsen sind. Weg damit. So, und dann eine Sau ist richtig. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das erste Raumschiffteil in dieser Folge vielleicht platziert bekommen. Wir sind ja dabei, hier ein Gehege zu bauen fürs Raumschiff, damit es nicht wegfliegen kann. Und oh, eine Aurora. Ein strahlendes Polarlicht erhellt den Himmel, die wogenden Farben werden bei allen, die im Freien sind und sie sehen können, die Laune verbessern. Das ist schön. Und man sieht hier tatsächlich so ein leichtes Farbenspiel. Durch die hohe Spielgeschwindigkeit kann man es etwas besser wahrnehmen. Auf Spielstufe 1 wäre es schwerlich wahrzunehmen, der Wechsel. Aber gut, so, unser Stall ist ein bisschen aufgeräumt. Wir haben so ein paar Tiere verkauft, Hennen vor allem. Ein paar Hähne auch, also auf jeden Fall weniger geworden. Da wird aber wieder Nachwuchs kommen, bin ich ganz sicher. Und wir haben bei den Tieren das Wachstum trainiert. Ist diese Boomratte hier denn wahnsinnig? Ich mag keine Boomratten hier. Ich werde die zähmen. Und dann werden wir die ins Exil schicken zum Töten. Beziehungsweise, fällt mir gerade ein, wir können die auch hier. Aber hier ist so viel Durchgangsverkehr. Das ist ein bisschen gefährlich. Jetzt könnten wir die hier einfach aufs Wasser schicken. Da ist die Zähmung fehlgeschlagen. Na gut, ich werde versuchen drauf. Schaut mal hier unsere ganzen Schweine und alle Tiere, die hier über die Karte wuseln. Das ist eine unglaubliche Arbeitskraft, die wir hier durch die Tiere haben. Das Tragen wird uns im Grunde komplett abgenommen. Man müsste eigentlich bei allen Kolonisten das Tragen ausschalten. Ist allerdings auch keine gute Idee, denn es gibt ja noch die Möglichkeit, Dinge dringend tragen zu lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen müsste, oh, ich brauche dringend dieses Holz, bis da können wir dringend tragen lassen. Und das kann nur ein Kolonist jetzt nehmen, denn nur die können, können diese Möglichkeit zur Priorisierung wahrnehmen. Eine Heizung ist kaputt. Wir können die Mauern weiterbauen. Hier wird jetzt der letzte Fels abgebaut, sehr schön. Lafleur ist wieder dabei. Sehr schön. Ist das toll. Wunderbar. So, dadurch, dass wir hier das Gehege gebaut haben, wird künftig auch der Einfallwinkel für die Angriffe immer steiler. Also im Grunde können die ja jetzt wirklich nur noch hier an dieser Stelle reinkommen, was genau richtig ist. Und selbst wenn sie von hier kommen, kommen sie hier alle aus einem Haufen raus und können hier schön von unseren Maschinen Gewehren um die Ecke gebracht werden. Das ist ja, eine sehr, sehr hübsche Sache.
Haben wir denn jetzt überall die Mauer auch gezogen? Jawohl, da müssen wir jetzt nur warten, bis das alles erledigt wird. Und dann läuft er schon. Auch hier oben geht's gut weiter. Da können wir ebenfalls ein paar Wände wieder ziehen. Da ist noch ein bisschen Plastahl. Ich werde das aber wahrscheinlich doch alles abbauen. Und dann müssen wir so ein bisschen wieder aufkoffern, denn sonst ist mir diese Stelle hier zu dünn. Zu gefährlich, dass da einer durchkommt. Ach, was ist denn da? Oh. Das ist ja... Also das ist ja doof, das habe ich nicht gesehen. Da müssen wir mal kurz eine Pumpe hinstellen. Da werde ich, da werde ich mich einfach des Mittels bedienen, dass die Pumpe, wenn sie platziert ist, den Fleck sofort trocken legt. Und bitte mich für dieses fiese Ausnutzen dieser Mechanik nicht auf den Scheiterhaufen zu legen. Blöd, dass ich da jetzt extra so eine Leitung rausziehen muss, aber geht nun mal nicht anders. So, und unsere Tiere hier, Alpakas und Säue, die fressen auch das Gras hier im Innenhof weg. Was man stellenweise auch sieht, sonst wäre, glaube ich, überall überwuchert. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. So, die kann schon wieder weg, die Pumpe. Die war an der Stelle ja fertig. Jetzt müssten wir sie eh versetzen. Ich würde sie jetzt mal hier hinstellen, dann kriegen wir dieses Feld noch frei. Da steht eine für dies bisschen. Und dann haben wir zumindest hier oben alle Möglichkeiten zu bauen. Ich glaube aber nicht, dass wir da noch viel Gebrauch von machen werden. Können die Stromleitung schon hinlegen. Einmal hier hoch. So, das bauen wir alles ab. Oh, Andrea hatte aufgrund des Hungerns eine Fehlgeburt. Da ist einer unserer Huskies und ich weiß nicht, warum die manchmal hungern. Vielleicht liegt es daran, dass die ganze Zeit am Tragen sind. Prinzipiell hätten die genug Futter. Das liegt jetzt also nicht daran, dass kein Futter da wäre. Ich glaube eher, dass die dann eher intern die Prioritäten einfach falsch setzen. Und da kann ich nur leider nicht viel dran machen. Das ist dann einfach so. So, und dann wird's ja langsam was hier. Könnten die Krypta hier später sogar noch ein bisschen erweitern. Ich hoffe nicht, dass wir das brauchen. Denn das würde bedeuten, dass wir so ziemlich alle Kolonisten verlieren würden, aus irgendeinem Grund. Und da mache ich mir lieber nicht ausmalen, woran das dann liegen wird. Übrigens auch die Tiere, wie man sieht, gehen öfter mal in die Krypta rein. Ein Bumalobodezahn, wir haben es also. Dann können wir es jetzt ins... was? Ein Bumalob? Moment, das war eine Bumratte, die wir gezähmt haben. Kein Bumalob. Oh Gott. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da ist das Bumalob. Das kommt ins Exil. Jetzt muss ich eben schauen, wo war denn die Exilzone nochmal? Oh, hier. Schlechte Zone. Die müssen wir neu verlegen. Zone. Arbeitsgebiet verkleinern. Exil. Neue Zone, Exil. Und wir machen das jetzt hier. Denn das eignet sich tatsächlich gut für die Bumalobs. Dann können wir es da nämlich erschießen. Ich habe doch den Bumalob das jetzt auch eingestellt, oder? Ja, habe ich. Dann müsste es ja sich langsam dorthin begeben. Und Coach ist gerade hier. Ja, das Bumalob schläft wahrscheinlich gerade, deswegen kommt es nicht. Die sind natürlich jetzt auch müde. Okay. So, wie sieht es da mit Fleisch aus? Da dürfte es momentan eng aussehen. Und oh mein Gott. Wir haben fast keine Rationen mehr da. Schreck, lass nach. Wir brauchen ganz dringend Fleisch. Das heißt, wir gehen in den Wildtier-Tab. Das sind alles Bumalobs, die können wir nicht jagen. Hasen, das bringt alles nichts. Schildkrötenstrauß. Es ist ja fast gar nichts da.
Emu. Alpaka. Na komm, die Hasen auch. Wenig Fleisch ist besser als gar keins. Und nach gar keins sieht es nämlich momentan in unserer Speisekarte aus. Und wenn wir hier nicht schnell was tun, 34 Rationen, dann werden wir gleich vom Mais zehren. Und das muss ja nicht sein. Also mal ganz schnell raus an die frische Luft und gejagt. Das muss tatsächlich pronto gehen. Oh wei, oh wei, oh wei. So, jetzt müsste das Boomerlob so langsam sich in seine Zone begeben, wenn ich denn... Ist denn dieses Ding jetzt? Da! Ab ins Exil! So, es läuft auf jeden Fall Richtung Exil. So, da werden die ersten Tiere gejagt. Wo ist denn jetzt jemand mit Gewehr? Nee, Moment. Briggs jagt gerade. Hm, ja, kann er gleich weitermachen. Wir brauchen ihn jetzt erst hier. So, das war's mit dem Boomerlob. Kann auch direkt getragen werden, denn das ist natürlich Futter. Ja, blöd, dass das Feuer jetzt ausgerechnet hier, aber es wird sich nicht ausbreiten. Irgendwas ist ja immer. Eine geeignetere Wasserfläche wäre natürlich hier. Wisst ihr was? Machen wir auch. Moment. Zone. Exil. Hier hin. Hier nicht mehr. So, okay. Gut, da ist ein Großhändler. Den werden wir natürlich kontaktieren. Das macht Umbra sofort. Bauteile und so. Ihr wisst ja, brauchen wir immer Nachschub. Außerdem können wir ein bisschen was verkaufen wieder. Ich überlege sogar, ob ich was vom Teufelsgarn verkaufe. Hm, nee, lieber nicht. Vielleicht vom Muffalo-Leder. Da haben wir doch wirklich arg viel von. Ich sag mal, von einem Teil können wir uns trennen. Die Alpaka-Wolle wird eh nicht verarbeitet. Weg damit. Wir verarbeiten nur Teufelsgarn. Lasst uns alles andere wegmachen. Lasst es uns nicht behalten, weil es möglicherweise in Kleidung besser aufgehoben wäre. Den Stoff behalte ich noch wegen der Betten oder was man daraus auch immer bauen kann. Also Tierbetten, ihr wisst schon, was ich meine. So, Sandsteinblöcke, Schieferblöcke werden wir eigentlich gar nicht verwenden. Die können wir verkaufen. Sandstein, Marmorblöcke, Sandstein, Kalkstein, Marmorblöcke sind die drei, die wir hier zum Verarbeiten benutzen. So, hier sind Stoffhosen, die können weg. Die sind abgelegt worden und die sind aber noch in Ordnung. Aber wir haben ja gesagt, da auch unter Staubmantel, der kommt auch weg. Wir haben ja gesagt, alles umstellen auf Teufelsgarn. Deswegen liegen die jetzt im Inventar, wenn die Leute sich neue nehmen. So, und dann würde ich sagen, hätten wir's. Kriegen wir 930 Silber. Die Bauteile haben wir uns ausgesucht, oder? Habe ich doch ausgewählt. Oder nicht? Ja, die haben wir genommen. 25 Stück, sehr schön. Dann mal immer her damit. Boomratte wurde zahm. So, jetzt haben wir sie. Jetzt können wir sie auf die entsprechende Zone verweisen. Boomratte. Da. Ach, wir haben zwei sogar schon. Ach, die eine ist so zahm geworden, glaube ich. Also die gehen beide ins Exil. Die ist einfach so zahm geworden, jawohl. So. Ein Truthahn rächt sich. Ja, das wird jetzt nicht die Riesengefahr sein. Da hat sich schon erledigt. Briggs trägt auch gerade was, ein Hase. Warte mal, hatte Komboa denn überhaupt keinen Waffenskill? Der hat doch ein bisschen Fernkampf, der soll sich doch eine Waffe nehmen.
Komboa nimmt sich jetzt das überlegene Repetiergewehr. Nur noch mal eben drüber schauen, ob das alles so passt. Ja, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung so. Kann so bleiben. Wer hat denn das Energiegewehr nochmal? Samantha oder? Nee, wer hat denn das Energiegewehr? Ach, wir haben noch gar keins fertig, ne? Wir haben gesagt, wir möchten gerne welche gebaut haben. Ist aber noch gar nichts passiert. Nee, Moment mal. Einer muss ja schon ein Energiegewehr haben. Da, Minyoka hat das Energiegewehr. Wir stellen mal noch eins her. Und das geben wir dann einem von unserem von unseren gut gerüsteten Kollegen. Gut, die beiden sind in der Zone hier. Das heißt, wir können nochmal eben jemanden herschicken. Nehmen wir mal Lafleur. Eben die beiden Bubalobs oder Bubratten erschießen. Händler exotischer Güter können wir uns sparen. Die haben keine KI-Kerne mehr. Sehr schade. Auch der Wolf ist mitgekommen. Das ist aber richtig. Denn das ist ja jetzt Kampfmodus. So, das war Nummer 1. Und Nummer 2. Nicht essen. Kann kein Träger sein. Na gut, dann müssen es die Tiere machen. Morgen vielleicht, wenn es dann noch frisch ist. Okay, wir könnten das eigentlich auch hier machen. Diese Exilzone. Aber wir haben es nicht hier gemacht, weil hier viel Durchgangsverkehr ist. Und das wäre schlecht, wenn dann da gerade bei so einer Explosion irgendjemand durchläuft. Das können wir vermeiden. Gut. Jetzt fehlen nur noch 3-4 Mauerteile, dann ist dieser Bereich fertig. Dann würde ich jetzt, wie am Anfang der Folge gesagt, tatsächlich noch das erste Raumschiffteil auch mal platzieren. Das ist sehr teuer, das kostet 400 Stahl, 75 Plastahl. Und ich platziere das mal. Hier. Bin gespannt, ob das jetzt noch fertig wird. 10 Bauteile. Mein lieber Schwan. Aber nur 75 Plastahl. Da bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass es so günstig ist. Müssen auch eben die Bäume gefällt werden, die im Weg stehen. Gut, jetzt werden sowieso Bäume gefällt, weil das ja noch ein Auftrag ist. So, wenn jetzt noch Tiere die Materialien auch für die Bauarbeiten anliefern würden, das wäre natürlich noch richtig schön. Da gibt es auch eine Mod für übrigens. Ich glaube aber, dass wir die auch aktiv haben, dass Träger auch für Bauteile anliefern. Bin nicht sicher. So, habe ich gerade auf dem Discord eine Nachricht bekommen. Falls ihr diese Geräusche gehört, das ist dann nicht bei euch, falls ihr schon auf dem Discord seid. Ansonsten kommt doch gerne auf den Discord-Server. Ihr wisst ja, Discord, da hänge ich eigentlich zumindest abends und am Wochenende auch hin und wieder tagsüber ab, wie man heutzutage so schön sagt. Da kann man mich ansprechen, da kann man auch mit anderen Leuten aus meiner Community sprechen und ja, ist eigentlich ein ganz schöner Platz, um ein bisschen Zeit zu vertreiben. Link dazu zum Discord ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung und wenn ihr nicht wisst, was Discord ist, dann guckt euch das einfach an. Das könnt ihr googeln. Das ist im Grunde ein Client zum Voice-Chat oder auch zum Text-Chat. Text-Chat wird bei uns überwiegend benutzt in der Community und ja, da kann man einfach chatten. Ne? Modernes Teamspeak sozusagen, aber mit der Möglichkeit oder mit der viel besseren Textmöglichkeit noch, als das bei Teamspeak möglich wäre. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.
hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Schönen Tag noch. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.